In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr den Dezim Data Explorer benutzt. Der Data Explorer ist ein Tool, mit dem ihr interaktiv Datensätze erkunden könnt. Mit dem Data Explorer lässt sich der eingespielte Datensatz simpel analysieren. Ihr könnt sowohl univariate als auch bivariate Analysen erstellen. In diesem Video zeige ich euch die bivariate Analyse. Für den Einstieg schaut euch bitte das Video zu den univariaten Analysen an. Mit der bivariaten Analyse könnt ihr Zusammenhänge zwischen zwei Variablen visualisieren. Das bedeutet, dass ihr hier nicht nur die Verteilung einer einzelnen Variable betrachtet, wie wir es eben bei der univariaten Ansicht getan haben, sondern gleichzeitig die Beziehung zwischen zwei Variablen analysieren könnt. Schauen wir uns einmal die Beziehung zwischen den Variablen höchster Schulabschluss auf der x-Achse und Nettoeinkommen auf der y-Achse an. Auf der x-Achse werden uns jetzt die Schulabschlüsse angezeigt und auf der y-Achse das Nettoeinkommen in Prozent. Über dem Balkendiagramm seht ihr jetzt die Legende zum Nettoeinkommen. Wir sehen zum Beispiel, dass das Nettoeinkommen bei 4,4% der Personen mit keinem Abschluss, Haupt- oder Volksschulabschluss, bei bis zu 1.500 Euro liegt. Wohingegen 12,5% der Befragten mit Hochschulreife oder Fachabi 5.000 Euro und mehr verdienen. Für eure Analyse lässt sich also die Hypothese ableiten, dass ein höherer Schulabschluss zu einem höheren Nettoeinkommen führen kann. Zurück zum Dropdown-Menü. Hier könnt ihr unter Darstellung zwischen verschiedenen Darstellungsarten und Farben wählen. Ihr könnt euch die Darstellungsart sowohl gestapelt als auch nebeneinander anzeigen lassen und jeweils zwischen relativen als auch absoluten Werten auswählen. Zusätzlich könnt ihr zwischen verschiedenen Farben der Graphen variieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr im Handbuch am Ende der Seite.